Ja, Leute, lang ist nicht mehr. Drei Rennen vor Schluss. Heute sind wir in den USA auf der immer noch relativ neuen Strecke von Austin in Texas. Und den Weltmeister begrüße ich. Moin, Philipp. Moin. Was natürlich noch nicht durch ist, das ist das hier. Die Konstrukteurs-WM. Da haben wir 26 Punkte Rückstand. Ist eigentlich ein Wunder, dass wir da immer noch mitspielen, aber bei meinen schlechten Leistungen, teils über die Saison. Aber das ist noch möglich, weil wenn wir im letzten Rennen Doppelsieg holen sollten. Wenn wir einen Ja. Doppelsieg holen, wenn. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welcher Intensität der sich angekündigt hat und vor allem wann. Spielt keine Rolle, es kommt Aber er einfach. kommt, ja, das ist es. Uah. Fängt ja schon mal gut an hier, Aber es ne? ist zumindest noch trocken. Ja, Gott Zumindest sei jetzt Dank. noch. Defit. Oh, wir haben ein Ziel. Och nee. Oh doch. Bleibe drei aufeinanderfolgenden Runden mit abgenutzten Reifen unter der vorgegebenen Zeit. Bei mir ist es Abgenutzt leck mich doch an den Füßen. 1,51,1. Erhöhte mechanische Grip um 10%. Vielleicht kommt dir das noch mal ein bisschen Was heißt das? Ist entgegen. das nur eine Runde? Nein, drei. Och nee. Hab ich doch gerade vorgelesen. Bleib in drei Weil ich hatte nur aufeinanderfolgenden Runden. 1,51 irgendwo verstanden. Da habe ich gedacht, okay, wenn es 1,51 wäre, könnte ja sein, dass es dann nur eine Runde ist. Ja, da steht's. Wieso habe ich 1,50? Ist mir schon die ganze Saison aufgefallen, dass du Wollt immer ihr ein mich bisschen verarschen weniger hier oder hast. was? Du hast immer weniger bis jetzt gehabt, immer. Die wollen mich mobben hier. Du Das könntest finde ich ja gar auch, nicht nett. du könntest auch sagen, dass es der Weltmeisterbonus, aber nein. Wahrscheinlich, ey. Wie nennen wir denn meinen Bonus? Arschlochbonus. Ich bin ja schon mal froh, dass ich hier Sound habe, nicht wie in Russland. Muss ich wahrscheinlich nicht unbedingt auf Fett fahren. Nee. Musste man eigentlich noch nie bei den Zielen. Es sei denn, es würde es hier gleich anfangen zu regnen. Beschrei es lieber nicht. Die haben ja damals, als sie das Ding hier gebaut haben, versucht, möglichst viele, ja, bekannte Streckenvarianten von anderen Kursen mit reinzunehmen. Dieser Anfangsbereich hier, das soll zum Beispiel Silverstone darstellen, diese Maggots-Baggots-Passage. Oder dieser Endkomplex hinten, letzter Sektor, Motodrom Hockenheim. Naja. Ich würde dann eher mal so für Arme immer hinterklammern. Boah, der Kwiat, ey. Also die Jungs, die haben manchmal Vorstellungen, da frage ich mich, wie das irgendwo klar geht. Also der KI muss sich schon verbessern für 2015. Glaube, wenn wir wirklich eine Wunschliste machen dürften, Die wäre lang. dann wäre die erstens lang, genau, und zweitens würde das ganz oben irgendwo stehen. Mit der KI. Muss ich gerade sagen, die sind noch nicht alt. Hallo, Force India, du kommst aus der Box und lässt mir keinen Platz. Ich Perez. sag nur, ich sag nur Ricardo in Ungarn. Ich sage immer Ungarn, Russland. Müsstest du nur vielleicht noch mal in Ungarn fahren? Ja, unbedingt. Am besten wir machen eine komplett neue WM auf, wo wir nur in Ungarn gefahren wird. Genauso wie die VLN-Langstreckenmeisterschaft in Nordschleife. Dann halt sowas mit Ungarn. Die knallen hier gleich. Alter, oh, das ist unglaublich. Da steht der Alonso hier in den schnellen Passagen am Anfang. Mitten auf der Viallinie. Es geht. Ja, fast. Also, fast, ja. So, wo steht denn jetzt, dass das erfüllt wurde? Oben rechts, wenn es grün ist. Bei mir steht nichts Grünes. Grün markiert. Hab ihn nicht gesehen. Aber auf jeden Fall ist jetzt mein Reifen wieder neu. Ja, dann wirst du es geschafft haben. Das heißt, da müsste das ja durchgekommen sein. Vielleicht bekommt es auch nur der Host angezeigt, dass es grün ist, wenn es erfüllt wurde. Na, eigentlich So, jetzt stehe nicht. ich nämlich um am Weg, Alter. Ricardo, dummer Sack. Mister Strafenprovokateur. Oh, in Sektor 2 ist jemand abgeflogen, hast aber nichts mit zu Ich war tun. das nicht, nee. Ich habe nur noch die grünen Flaggen gerade gesehen. Wo ist bald wieder deine Lieblingsposition? Die 11? Ich habe sie ja schon vermisst. Kannst du sie bitte in Abu Dhabi vermissen? Da sollte ich das wirklich machen. Ne, Setup dürfte eigentlich auch passen. Ich hoffe auch, Ricardo, Alter. Yes, guck mal nach hinten. Also ich glaube, wir werden gleich wieder einen Disqualifizierten haben. Ich bin mir da relativ sicher. Wen denn? Ich bin mir da relativ sicher. Ricardo hat den Poller abgefahren vor der langen Geraden, wie ich auch schon mal. Und hängt jetzt da dran, also hat quasi den Bug erwischt, wie ich in Bahrain. Und gibt Vollgas. Es qualmt wie Sau. Und Ist deshalb geil. glaube ich, dass der gleich disqualifiziert werden dürfte. Also, wenn ich mal überlege,
Wenn es in Q3 dann regnen soll, dann bin ich, glaube ich, gar nicht mehr so unglücklich, wenn ich da nicht drin bin. Weil da kann ich mich nur blamieren. Und das Video wird kleiner. Und das Video wird kleiner. Was für Maßstäbe, ne? Aber echt, ey. Mal gucken, welche Maßstäbe du für 2015 anlegst. Dafür muss ich erstmal wissen, ob das Ding überhaupt rauskommt. Ne? Aber du hast ja eben mir ein paar neue Infos gegeben. Ja. Irgendwie. Raikönsch geht in der Box sehr, sehr merkwürdig. Hat er auch gar keine Zeit gefahren? Nee. Ricardo hat es anscheinend ewig geschafft, da wegzukommen. Ich frage mich, wie? Vielleicht angeschoben worden. Was ist mit Raikönsch? Der ist einfach nicht gefahren, okay. Noch sehe ich Trockenreifen wabern, beziehungsweise noch, denn Q3 soll es regnen und da sehe ich kein Land mehr. Ja, da sehe ich nur noch Regenwolken und der Baum mir wahrscheinlich auch. Moin, Kollege. Moin, und ich sehe wahrscheinlich dann wieder Statistikbildschirme in Q3. Genau wie in Russland. Weil das wird wahrscheinlich wenig Aussicht auf Erfolg haben, wenn man jetzt hier mit den harten Reifen rausgurken würde. Selbst ich fahre mit den weichen raus. Ja, dann würde es, glaube ich, an Größenwahn grenzen, wenn ich jetzt hier auf den harten rausfahren würde. Da schaltet ja nur noch die Stammzuschauer ein. Wenn ich sowas überhaupt habe, boah, bin ich manchmal nicht sicher. Oh, das ist eine Beleidigung eigentlich, ne? Für mich, oder was? Ne, für die Fans. Ne, das war natürlich nur Spaß. Es gibt ja sehr viele, die immer wieder drunter kommentieren. Und sich auch dann wirklich mal freuen, wenn ich dann ein gutes Ergebnis mal rausfahre. Das war ja in der Saison nicht so oft vorgekommen. Ja, man sollte die Curbs nicht unbedingt mal so anfahren. Das habe ich in Russland auch schon gemerkt. Oh, ich habe Russland gesagt. Nicht Ungarn. Nicht Ungarn. Ich bin begeistert. Und das Auto rutscht wieder über allen Vieren. Die fahren ja immer die Poller um. Der ist doch gut, da kannst du ein bisschen abkürzen. Ne, ich fahre da nicht mehr her. Ich fahre da nicht mehr her seit Bahrain. Da bin ich gebrandmarkt jetzt von. Gebranntes Kind. Mhm. Was Poller betrifft. Die Geschichte wollte ich ja noch erzählen, hier mit Japan gerade. Das war folgendermaßen, Safety Car kommt raus, ja? Ich bin Führender. Hamilton ist hinter mir mit 5 Sekunden Abstand. Da kommt ja bei Japan diese letzte Schikane, ne? Mhm. Bei Safety Car heißt es ja, du darfst gar keinen überholen, ja? Auch keine Überrundeten und so, ne? Weißt du, was Hamilton macht? Der überholt mich einfach knallhart, als wenn nichts wäre. Beim Anbremsen auf die Schikane. Und durfte der das? Nö, eigentlich darf er das ja nicht, ne? Ich überhole zurück, was kriege ich natürlich? Ich kriege die Strafe, mal eins, unerlaubt überholen. Dann überholt der Hamilton mich nochmal. Ja? Pass auf, ich habe eine Strafe bekommen, aber der Hamilton hat keine bekommen während des Rennens, ja? Ist das nicht eine Unverschämtheit? Geil. Er hätte 2 Strafen bekommen müssen, weil er 2-mal unerlaubt überholt hat. Eigentlich schon. Ja? Aber das ist halt mal wieder typisch, ne? Das hatte ich auch mal letztes... Nee, das war damals mit Lotus in Koop. Das war die erste Saison im 13er. Da sind wir in Indien sind wir noch gefahren. Gibt's ja jetzt nicht mehr im 14er. Da kam beim Safety Car Hülkenberg aus der Box raus. Und ich bin dann halt quasi an ihm vorbeigefahren, als er aus der Box rauskam. Strafe plus 1 und überlaubt es erholen. Mhm. Also wenn's... Hat man das? Ja, man hat's. Ja. Ich habe es in Russland getestet, weil ich mich mit Hart auf Platz 1 in Q2 noch qualifiziert habe. Und im Rennen war es dann am Anfang trocken, dann habe ich die harten Reifen wirklich drauf gehabt. Also ist dann wirklich so. Ja. Okay. Oh, ich sehe schon die ersten Regentropfen. Ich beeile mich lieber. Mercedes, bleibt doch mal ein bisschen in der Boxengasse drin. Haben wir kein Problem mit. So, wenn wir mal bitte durch sind, bitte einen Reißverschluss oben aufmachen. Ein paar Eimer mal runterlassen. In 5 Minuten wird's gleich zu regnen beginnen. Guck mal auf die Strecke. Er ist so schlau. Vielleicht sieht man bei mir Statistiken, weil ich doch auf 11 rausfliege und du auf der 10 drin bist. Ich glaube, dann muss ich Lotto spielen. Ich glaube, dann habe ich heute einen guten Tag. Irgendeinen Glückstag. Irgendwas ist im dritten Sektor passiert mit Trümmern, was weiß ich noch alles. Die fahren sich da immer die Frontflügel ab an den Poller. Jetzt ernsthaft? An welchen Poller? Ja, die sind so doof. Och, Hamilton und Rosberg, das ist eine Einladung. Aber ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie das schlechte Gefühl, dass wir gleich auf Fullbett fahren müssen. Mhm. Also wenn ich den Ring jetzt schon mal beurteilen darf. Ja, beschrei es lieber nicht. Kollege ist ganz still. Was tut er?
Jetzt sag nicht, dass das Skype abgekackt ist. Nein, es ist nicht abgekackt. Okay. Habe ich kurz auf Stumm gestellt. Nicht wundern. Bei mir kackt das. Inters! Ja? Gott sei Dank! Ganz schnell raus hier, ganz schnell raus! Nee. Los, schnall ihn an! Nein, der ist nicht abgekackt. Da müsst ihr ja bei Dishkin Verbindung zum Hause unterbrochen. Nee, ich dachte Skype. Skype wäre abgeschmiert. Nee. Also, da hatte ich nämlich mal mit meinem alten Koop-Partner in Suzuka. Da war auf einmal in der Mitte vom Rennen war das weg. Achso, nee. Dann konnte ich da quasi dann mal unfreiwillig eine Mono-Kommentar-Session machen. Das durfte mein alter Koop-Partner auch mal. Da ging der Akku vom Metz entleert. Das war in Deutschland. Am besten noch 5 Autos vorbeilassen. Ja, 1, 2. Jetzt fehlen noch 3. 3? Ja, 5 gehen nicht mehr, 5 waren schon draußen. Ja, 3, okay. Ne, 4, 4, okay. Hab ich gar nicht so schlecht getippt. Das ist ein Vogel. Eigentlich bist ja du der Vogel, ja, weil du nicht rausfährst. Ja, er guckt immer und guckt, weißt du, der Hampelmann, der da vorne immer steht, der winkt. Er guckt und guckt, Riesenlücke. Lässt er mich nicht fahren, wartet noch, bis dann noch 2 Autos kommen. Vor allen Dingen bei mir klingt das Auto irgendwie anders als bei dir. Bei dir hört es sich so an, als ob der sich verschlucken würde. Bei mir irgendwie dreht er nur hoch, komischerweise. Ich meine, er sich verschlucken würde? Hm? Nee, so ganz komisch klingt das. Ist mir noch nicht aufgefallen. Muss ich mal drauf achten, nächstes Mal, weil ich bei dir gucke. Weil mir immer der Regen einen Strich durch die Rechnung macht. Das ist irgendwie Standard. Bist du aber nicht der Einzige, der sich darüber beklagt. Da kriegt sich eigentlich jeder drüber auf. Es fühlt sich ja, wie gesagt, wie auf roten Eiern an. Roten Eiern, rohen natürlich. So, alle in der Box. Ich hoffe, jetzt kommt keiner raus. Natürlich kommt da jemand raus. Warum frage ich eigentlich? Dann kommt doch keiner raus. Ne, ich bin reingefahren. Du bist reingefahren, du warst der letzte Punkt. Ja. Da kommt jetzt ein Mercedes und ein Red Bull hinterher. So schnell komme ich nicht raus, dass ich mich vor die quetschen könnte. Den Alonso könnte ich noch theoretisch bekommen, oder? Ja, das ist nicht viel, das ist ein halbes Zehntel. Poller erstmal mitnehmen. Du oder die KI? Nee, ich natürlich. Ich bin der erste Punkt. Das ist klasse. Das ist klasse, okay. Ja, das ist klasse. Ich hatte mich schon fett mit der 10 angefreundet. Jetzt bin ich zumindest auf der schönen Seite. Ich bin mit der 4 zufrieden. So, darf euch begrüßen in Austin, wo es Gott sei Dank momentan trocken ist. Ein Qualifying gestern, was zu 2 Dritteln wirklich sehr, sehr gut war. Und das letzte Drittel, das war der letzte Käse. Mit den Intermediates. Ich hoffe, die brauchen wir heute nicht allzu lang. 34% Regenwahrscheinlichkeit. Ja, und ich darf den Weltmeister begrüßen, der von der 4 startet. Hi. Er muss ja jedes Mal jetzt der Weltmeister sagen. Das geht halt, das muss geht ich. Nicht klar, ey. Da komme ich nicht drauf klar. Ja, doch, das ist ja auch verdient. Da musst du das auch annehmen. Kommt doch gar kein Regen, aber wenn ich da draußen gucke, kommt da Regen. Yay, da würde ich sofort unterschreiben, wenn es hier keinen Regen geben würde. Nee, das Ding fährt sich wie eine Badewanne, ohne Witz im Regen. Katastrophe gestern. Mit Quietschend oder ohne? Mit tausenden Quietschendchen dabei, wenn dann schon richtig. Bist du bereit? Eigentlich schon, ich, ja. Ich lasse dich jetzt nicht, so aber egal. Hamilton sehr, sehr langsam. Sorry, Hamilton, aber ich gebe dir den Platz am Außen, am Ausgang. Also den Rosberg habe ich bekommen, den Hamilton nicht. Also der Button, den Hamilton schon. Das ist eine Katastrophe, wie der fährt, ey. Das ist wirklich eine Katastrophe. Der gibt mir da keinen Platz, schiebt mich da nach außen. Rosberg auf der 2, Hamilton 3. Also der Button, ey, Himmel, Arsch und Zwirn. Also bei dir... Oh, da hat es gerade gekracht, da hat sich irgendeiner den Flügel kaputt Safety gefahren. Safety Car, Safety Car, Safety Car! Was? Aber Perez ist ja sowieso so ein Fall für sich. Genau wie Maldonado. Ja, ich habe ihn jetzt extra nicht erwähnt, weil... Er beschwert sich ja ständig über die Presse. Das ist da von meiner Seite immer nur... Hetzereien und so weiter kommen. Deswegen. Ich hab's da mal bei einer kleinen Stichelei gelassen, ganz am Anfang mit der Startaufstellung. Oder im Qualifying. So, vor allem muss ich gucken, dass ich nicht zu sehr soll ich nicht runterschalten. Naja, das tut sich meistens nicht so gut. Der Poller ist schon wieder weg. Das ist mein Verschulden. Achso. Den habe ich die. Ich hatte jetzt gerade schon. Das Auto wurde auf einmal Inchkabel hinten. Ich hatte schon Hoffnung, dass sich da irgendeiner wieder den Frontflügel abgefahren hat, wo ich jetzt profitieren könnte. Ja, danke. Ja, du nicht, aber die anderen. Oh, ja, das war definitiv abkürzen. Da habe ich deutlich zu früh eingelenkt. Ach, bestimmt nach der Dreigang. Ja, 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 da sieht man ja schlecht den Winkel. Mhm. Ich fühle mich hier so ein bisschen in der Rosberg-Rolle. Boah, die... Des Gehetzten? Ja. Weil die beiden drücken jetzt ordentlich aufs Tempo.
Meine Hinterräder, sie sind schon dunkelbraun. Und das nach 5 gefahrenen Runden. Meine sehen noch gar nicht mal so schlecht aus, wenn ich ehrlich bin. Mein Renningenieur ist wieder vor dem PC eingeschlafen, anstatt mir einen Fuß zu geben über die beiden. Wie man ihn kennt, ne? Denk dran, nicht zu viel Benzin zu verbraten. Mhm. Kein Japan 2, bitte. Da haben wir ja beide Punkte verschenkt. Das ist gerade bei mir geleckt, warum auch immer. Bei der KI oder dich? Oder hast du Scan-Bild gehabt? Bei mir. Scan-Bild gehabt, oder wie? Ja. Lang oder kurz? Sekunde vielleicht. Eine Sekunde Scan-Bild. Ja, ja. Wäre vielleicht nicht ganz so schlimm. Kann mehr vorkommen, kann eine halbe Sekunde gewesen sein. Wer hat den, den gelben Helm? Das ist Rosberg, oder? Gelben Helm hat keiner. Der sah gelb aus. Hamilton ja! Hat einen weißen, Rosberg hat einen schwarzen. Der ist gelb bei mir. Egal. Geil. Es ist Hamilton. Raikön vorbei. Fährt er mir wieder vorne in die Karre, ey. Das ist unglaublich. Also die KI, das kotzt echt an. Ich kann es nicht anders sagen. Oh, oh, oh Gottes Willen. Also das war gerade wirklich haarig, also der Boxeneinfahrt. Okay, Rosberg ist auf hart und Hamilton auf weich. Das könnte interessant werden. Bei Mercedes haben sie sich so ein bisschen verpokert, weil der Rosberg auf hart, der ist vor Hamilton, der auf weich fährt. Das ist ja komplett falsch. Das muss eigentlich genau andersrum sein, aber ich will mich nicht beschweren. Aber ich höre immer noch nichts mit Regen, immer noch nichts 15 Minuten. Ich kann dir was sagen, ich bin gar nicht mal so unglücklich drüber. Das glaube ich. Und wegen der Benzinstrategie habe ich immer noch keine Ahnung, was die da jetzt gefahren sind. Sind die jetzt auf Mager die ganze Zeit oder fahren sie die ganze Zeit auf Mager oder fahren sie auf Fett? Ja. Gute Frage, ne? Aber bei der KI ist das manchmal ein Unterschied von 2 Sekunden. Ah, jetzt 15 Minuten leichter Regen. Das sind 1,45, 2 Runden sind 3,30. Wer kann das von euch mal weiter hochrechnen? Vorhin haben sich gerade welche angegriffen. Ich weiß natürlich nicht, wer das war. Aber Vettel ist immer noch 10 da. Also ist er nicht vorbeigekommen. Das kostet alles schön Zeit. Jungs, macht schön weiter da vorne. Trotzdem mag ich diese Strecke nach wie vor nicht, weil die hat irgendwie keinen Charakter. Viel zu viele Auslaufzonen, viel zu viele Parkplätze. Ja, ja, die Parkplätze. Das allbekannte Problem. Der moderne. Das sieht einfach nicht mehr schick aus. Deswegen wünscht man sich auch die alte Formel 1 wieder zurück. Und eben diese Strecken, die jetzt in Aserbaidschan kommen oder Katar oder schieß mich tot. Gott, ja. Das ist so... Nee. Das war früher auch so, aber früher stand halt der Sport mehr im Mittelpunkt. Weißt du, genau. Einfach heutzutage, wo man sagt, leck mich an die Eier und ist mir doch wurscht. Irgendwie eine gute Show abbieten. So ganz viele Crashs wollen ja viele Zuschauer heutzutage sehen. HS4-Programm lässt grüßen quasi. Mhm. Leichter Regen in 10 Minuten. Jetzt lässt sich ein bisschen leichter hochrechnen. Nee, sollte kein Problem sein mit den harten Reifen. Natürlich. Oder hier mal leise. Da hat es auch mal in Strömen geregnet. Irgendwann 2000 so. Da hat man das Rennen ja auch nicht abgebrochen. Heutzutage rote Flagge raus. Nee. Und das Safety Car. Irgendwie sowas. Aber da hat man gesagt, die fahren weiter. Aber ich glaube... Müssen sie klarkommen. Da hatten sie, glaube ich, aber doch gerade Traktionskontrolle drin. Kann sein, ja. Aber die Autos waren schwerer zu bändigen. So wie in Österreich zum Beispiel. Dass das ausverkauft war, wundert mich ehrlich gesagt nicht. Aber nicht wegen der Formel 1, auch wegen dem rundherum. Ja, die haben sich richtig was einfallen lassen. Ja. Und das können sich ja heutzutage die meisten gar nicht mehr leisten. Was kommt da noch hinzu? Schönes Thema hier gerade zwischendurch des Rennens. Wir fahren eigentlich nur noch nebenbei unsere Position so ein bisschen, weil ich auch. Genau. Ich krieg keinen Stress von Rosberg gerade. Hält den Hamilton wirklich auf. Es geht. Wenn ich fahre richtig schön hinter den Red Bulls her. Die fahren auf weich, oder? Nee, ich glaube, die fahren auf hart, leider. Das hat er mir gerade 5 Minuten gesagt. Auch. Wo ist der Hamilton hin? Wo ist der Hamilton hin? Kann der mal ausfallen? Der wird immer noch auf 3 geführt, deswegen. Nur jetzt bin ich mal gespannt auf den
Weil das Zeitfenster wäre nämlich gewesen. Ja, 21 Sekunden, ja. Der war drin. Weil ich habe auch irgendwas mit Boxenstopp gehört, weiche Reifen. Ich denke, der Boxenstopp definitiv nicht, wenn es gleich regnen soll hier. Aber die können gerne alle nochmal einen Stopp mehr machen, habe ich auch kein Problem mit. Können alle reinfahren. Würde mich freuen. Können alle reinfahren, also ich habe jetzt hier nicht so viele Reifenprobleme. 25 und der 6. kriegt. Boah, schieß mich tot, ey. Was kriegt der 6.? 10? Ne, 8. 12, 10, ja. 8, ne. 8, 6, 4, 2, 1. Doch. Mhm. Ja, müssen wir aufholen. Es korrigiert mich irgendjemand bestimmt wieder. Ihr holt nichts auf. Das ist Alonso hinter mir. Alonso ist hinter dir. Wo bist denn du jetzt? Mhm. Fünfter. Noch be- also, bei mir regnet es jetzt schon leicht. Ja. Also ich sehe die ersten Tropfen und Hamilton hat 21,9 Sekunden Rückstand, der hat wieder verloren. Also ich bin über den Reifenverschleiß, der hat den Reifen ein bisschen verwundert. Aber nur ein bisschen. Positiv. Ja, positiv verwundert. Aber die halten wirklich länger als gedacht. 22 Sekunden, der Hamilton verliert. Der verliert. Also jetzt bin ich baff. Also jetzt, ich habe am Anfang gesagt, die KI ist ja richtig stark. Nee, da nicht, Freund. Baum hier auf der 4. Das wäre hier mehr als Schaden, das wäre aber mehr als Schadensbegrenzung hier. Hauptsache, der fährt mir wieder in die Seite. Die erste Kurve, die KI, das ist echt schlimm. Aber du bist noch vorne, oder? Ja. Ich wusste das ja diesmal, dass der mir in die Seite fährt. Bist du gerade erst in der ersten Kurve gewesen? Eben, ja. Jetzt komme ich also Ende erster Sektor. Okay, dann bin ich gleich schon bei Startziel. Wo bist du gerade? An Startziel okay, vorbei. Mutig auf den falschen Reifen unterwegs. Ich könnte dich umbringen, Renningenieur. Meiner hat irgendwas gelabert, aber ich hab's nicht verstanden. Ja, meiner hat gerade gesagt, du bist vermutlich auf den falschen Reifen unterwegs. Das Gute ist aber, die sind auch weitergefahren. Ja, eben. Aber du musst jetzt trotzdem diese eine Runde überleben. Richtig breit und passt bei der Boxengasse. Hallo, 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 McLaren Porf. Ey, der schiebt mich noch an. Pass bloß auf. Das ist geil, ne? Mit denen. Oh nein, hier sehe ich schon Pfützen entstehen. Oh nein. Bitte jetzt nicht nochmal vor, weil das können wir jetzt echt nicht. Ich nehme mir keine Pfützen. Ich auch nicht. Ey. Da habe ich jetzt echt keine Lust drauf. Und wenn ich paddeln muss. Was ist das? Dafür muss man aber auch mal das Wettersystem mal hier ein bisschen loben, weil es gibt kaum gute Rennspiele, wo wirklich das Wettersystem gut ist. Mhm. Bis auf die KI passt das eigentlich hier, sage ich mir jedes Mal. Das ist es, ja. Die sollen die KI anständig hinbekommen. Dann habe ich damit kein Problem. Ja. Ne? Aber es kann nicht sein, dass die dann Aktation haben, als ob sie hier Sonnenschein 25 Grad. Jetzt habe ich eine Verwarnung fürs Abküssen bekommen, aber ich habe die nirgends mal abgekürzt. Also ich kotze, wenn ich die Reaktion von denen schon wieder sehe, ey. Du wirst immer kotzen. Ich kotze bei diesem scheiß Regen. Das ist meine Hoffnung. Sehr optimistisch, Herr Renninger, sehr optimistisch. Sehr optimistisch. Ich liebe diesen Spruch immer zwei Runden vorm Schluss. Was sagt er? Als ob du auf diesem Platz ins Ziel kommen würdest. Geh kein Risiko mehr ein. Nichts leichter als das, würde ich mir mal jetzt denken, ja? Also meine Reifen kühlen ab. Das ist hier echt nochmal Vollweltbedingung, aber das lohnt sich jetzt halt nicht nochmal reinzufahren für. Also definitiv, wenn das 15er. Sollte es wirklich dann immer noch nicht anders sein, dann fahre ich im Regen rein in die Box. Da bleibe ich dann stehen. Weil das tue ich mir nicht mehr an, ey, diesen Scheiß hier. Das kannst du vergessen, ich komme ja nicht mal raus aus den Kurven. Nee. Weißt du, mir geht's fast besser. Ich muss schon hier fast Gänge höher schalten. Die Gänge, 7 Sekunden habe ich jetzt verloren. Alter, das ist nicht mehr fahrbar hier. Nicht, dass der Hamilton jetzt gleich nochmal von hinten kommt und der Rosberg, ey, dann raste ich hier aber richtig mal aus. Das macht euch keinen Spaß mehr, also ganz ehrlich, Leute. Also, das ist einfach nur zu kotzen. Also, wenn die KI wenigstens die gleichen Probleme hätte. Der Magnussen fährt echt nochmal rein! Der holt sich jetzt nochmal Regenreifen. Ich fahre jetzt weiter. Ich fahre jetzt blöd. Ich fahre jetzt nicht nochmal in die Box. Also, Hamilton und Rosberg können ja auch nochmal reinfahren. Und bei Baumi, bitte fahrt auch nochmal rein. Aber wir fahren jetzt durch. Für eine Runde wechsle ich doch keine Reifen mehr. Bei mir würde momentan sogar das Safety Car schneller fahren als ich. Würde Es geht mir so auf den Sack mit dem Scheißregen. Boah, Grosjean! Fahr bitte, fahr doch einfach! Was ist denn das für ein Was ist das für eine scheiß Programmierung? Tja, was soll ich dazu sagen? Jetzt fährst du mir weg, ey, oder was? Ey, 7. Gang! Alter, nur am Durchdrehen! Katastrophe.
Aber das Auto macht gar nichts. Das... Ja, Magnussen ist echt schneller gefahren als ich. Obwohl er noch mal drin war. Also, Alter, komm noch mal rum, ey. Boah, boah, bitte, bitte, Flagge, 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 ja! Das macht dann auch voll aggressiv. Mal ganz ehrlich, du fährst dir den Arsch ab. Du kannst einfach nichts tun. Ja, aber die KI, das ist ja unnormal. Na gut, Was meinst du, kannst nichts machen gegen die. Bin mal gespannt, was der Hamlin jetzt noch aufgeholt hat im letzten Sektor. Gutierrez, obwohl die ja auf den Inters fahren, die angeblich ja unfahrbar sind. Regen. Jeder hat gewechselt, bis auf die ersten sechs. Die ersten sechs haben nicht gewechselt. Der Rest hat gewechselt. Ja. Also hier nicht sagen, Gutierrez ist hier noch schneller gefahren auf Inters. Ich hab echt gedacht, hinter mir hätten auch nicht mehr gewechselt, weil der halt Elfter ist. Also nur die ersten sechs haben nicht mehr gewechselt. Ja, okay. Kannst du nichts machen, steckst du nicht drin, aber das war wieder typisch am Ende. Kann es nicht wenigstens ein bisschen weniger regnen, dass man auf Inters zu Ende fahren konnte? Das hat bis dahin auch so gut geklappt mit den harten Reifen, Mann. Ja, das hat mich am meisten gewundert. Ausgeschieden bei dem Chaos! Ist natürlich keiner! Ja, ist auch etwas. Nein, wo denkt man hin? Alle. Keiner mal mit einer Bremsscheibe kaputt oder Motorschaden oder Kollision. Ne, ich würde einfach mal sagen, wir springen jetzt mal in Brasilien. Ja. Wollte schon Abu Dhabi sagen. Und ich mache mich schon mal bereit, um in die Tischplatte reinzubeißen, wenn ich jetzt diese Regenscheiße wieder sehe. Weißt du, lieber ins Lenkrad. Ja, nee, das ist mir zu teuer. Die Tischplatte sieht eh schon aus wie Sau. Da kann ich auch ruhig reinbeißen. Boah, mach das aggressiv zum Schluss, ey. Regen 4, Tropfen aus der Wolke im Training. Halleluja. Jetzt ernsthaft? Ja. Oh, nee. Fullbacks im Training. I am so excited. Ach, meine Fresse. Was hast du denn mal... Kannst du keinem erzählen, ey. Was hast du nochmal in Japan gesagt? Regen bei dir, ich kann bitte bei... Boah, Alter, nein! Nein! Ich meine, es ist schon ein Fortschritt. Wir haben nur 96% hier im Training. Wieso ist das ein Fortschritt? Es hätten 100 sein können. Es hätten 100 sein. Könnte sein, dass vielleicht in den letzten 2 Minuten dieser Stunde dann trocken werden. Nur da werden wir nicht mehr fahren. Genau, wenn wir nicht mehr fahren. Du hast es gerade gesagt. Oh nein, ey, ich kenne die Grätze. Das Qualifying, okay, das lasse ich mir eingehen. Super, klasse. Da hat man jetzt gute Startplätze. Rennen ist in Ordnung. Start wahrscheinlich auf trocken, aber dann kommt die gleiche Scheiße wie heute. Dann hast du wieder die letzte Drittel, hast du wieder nass. Dann kannst du das Spiel ja nicht entscheiden. Nein. Wieso haben wir das eigentlich verdient? Kann uns das mal irgendjemand beantworten? Was? Das weiß ich auch nicht. Ich kann auch mal nur noch lachen, ey, ganz ehrlich, ey. Bei unserem Glück ist das echter Bindfäden in Abu Dhabi noch. Da können Wettner beschlossen werden. Och nee. Und genießt nochmal den Ausblick nach vorne. Och, sieht das schön aus, wie es da regnet. Oh nein. Bäche laufen quer durch die Boxengasse. Es spiegelt sich alles wie blöd. Es ist dunkel wie Sau.